Also ich habe zuerst gedacht, naja gut, wir sind mit Sicherheit die Gesichtsältesten da. Und dann hieß es ja auch, das ist über Facebook. Und da habe ich gesagt, sowas haben wir gar nicht. Und wir hatten das ja so erfahren, haben wir gedacht, wer weiß, die schicken uns wieder weg. Let's go! Also alle sind einfach nur vorne dem mit der gelben Jacke hinterhergelaufen und der hinten hat aufgepasst, dass keiner runterstürzt. Ich wusste auch überhaupt nicht, was uns hier erwartet. Ich dachte, wir gucken uns irgendwie Museen an oder so, aber das war auf jeden Fall richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Das muss man mal mitgemacht haben, was diese Menschen so leisten. Folge 2 war gut, Folge 3 ist noch besser. Ja, man hat sich ein bisschen wie in Kindheitstagen gefühlt. Dann steht da Sven Hönig, den ich aus dem Theater kenne, und das war natürlich ziemlich cool. Selbst organisiert Leute etwas tun, ohne dass irgendwie Befehl und Aufruf da ist, das alles so sich selber steuert und organisiert, das finde ich große Klasse. Das zeigt, welche Kraft in so Menschenmengen stecken, wenn sie eine gemeinsame tolle Idee haben. Das hat mich schwer beeindruckt. Kombination auch aus Blaskapelle und Rapper fand ich sehr, sehr gut. Als man gesehen hat, wie viele es eigentlich waren, hat man sich gefragt, wer eigentlich nicht dabei ist und wo eigentlich der Rest von Braunschweig ist. Let's go! Also als wir hier reingekommen sind, dann haben wir die Rapper angefangen, zusammen mit dem Spielmannzug, und das war schon ziemlich geil. Ein Abrappen da, das war schon echt krass. Ja, aber wir haben natürlich auch ordentlich gespendet. Ja. Und wir hoffen, dass das nächste Mal dann dadurch auch wieder stattfinden kann.